Vor langer Zeit wurde durch den Kraftknall etwas erschaffen. Oder besser gesagt, viele Dinge wurden erschaffen. Durch den Kraftknall entstanden Planeten. Einer dieser Planeten war Mineworld. Der Planet der Mine-Menschen. Dort lebten sie. 1000 Jahre nach dem Kraftknall, wo die Mine-Menschen, Mineworld, schon in der geheimen Dschungelinsel, die in den Tiefen des Ozeans lebten, aber nicht unter Wasser, sondern auf dem Wasser. Auf der Dschungelinsel gibt es viele gefährliche Gefahren. Doch das Gefährlichste ist, jeder, der es wagt, auf die Insel zu gehen, muss auch ertragen, seine Freunde zu besiegen. Falls ihr euch jetzt fragt, was ich damit meine, könnt ihr euch auf eine Antwort eures Lebens gefasst machen. Nur zu viert kann man auf die Dschungelinsel gehen und sein Abenteuer leben. Worum es jedoch auf der Dschungelinsel geht, ist das Minecraft-Dschungel-Spiel. Jede vier Leute, die es wagen, an diesem Spiel teilzunehmen, müssen sich bekämpfen, sich Items suchen und überleben. Wer als letztes überlebt hat, hat gewonnen. Aber um es euch noch mehr besser zu erläutern, gibt es ein paar Informationen. Es gibt viele Arten. Wenn du auf die Dschungelinsel gehst, wirst du sofort zum Spawn geschickt, wo dich drei Truhen erwarten. In der ersten lagen für jeden Spieler 20 Lucky Blocks und ein Killbuch. Genau wie Chunkblöcke. Die Lucky Blocks sind Blöcke, die Gutes oder Böses herausbringen können. Die Killbücher sind für Kills. Dafür gibt es mehrere. Gleich gibt es dazu mehr Informationen. Die Chunkblöcke sind, um sein Gebiet zu kennzeichnen. Dann gab es eine Truhe mit Dschungelbriefe, hieß es als Hologramm, über der Kiste. Dort konnte man seinen Feinden, oder besser gesagt Mitspielern, Briefe schreiben. Und als allerletztes gab es den Lucky Block Shop. Immer, wenn man einen seiner Mitspieler getötet hat, kriegt man einen Lucky Block. Dafür sind die Killbücher auch, damit man eintragen kann, wie viele Lucky Blocks man bekommt. Doch falls ihr jetzt denkt, ja, warte, dann kann man doch nur vier Lucky Blocks bekommen. Kann man doch nur drei Lucky Blocks bekommen. Dann liegt ihr falsch, denn man kann respawnen. Man soll sich bis zur 25. Folge vorbereiten. Und dann, in der 25. Folge, wird ein Battle stattfinden, was den Gewinner Minecraft-Dschungels kennzeichnen wird. Noch nie ist einer auf diese Insel gegangen. Doch das wird sich ändern. Ihr könnt bald erfahren, wer auf sich gewagt hat, diese Insel zu betreten. Minecraft-Dschungel.